Wir stehen vor einer Woche der Wahrheit, natürlich mit der FED-Sitzung und der FED-Entscheidung am Mittwoch und dann den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Und im Vorfeld dieser FED-Entscheidung sehen wir ziemlich verrückte Signale der Märkte, die teilweise nicht zusammenpassen. Etwa der Dow Jones mit dem wohl besten Monat seit dem Jahr 1976. Anleger, Investoren fliehen offenkundig in Value-Werte nach der schwachen US-Tech-Saison mit eben diesen Enttäuschungen von Meta, von Amazon, wie sie alle heißen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir, dass etwa das Industriemetall Kupfer überhaupt diese Rallye nicht mitmacht, dass die Transportwerte im Dow Jones Transports diese Rallye überhaupt nicht mitmachen, was darauf hindeutet, dass es um die Konjunktur schlecht bestellt ist, was dann wiederum eigentlich für Value-Werte im Dow Jones Industrials schlecht sein müsste. Auf der anderen Seite sind die Generäle, die letzten stehenden Generäle abverkauft worden, nämlich diese großen Tech-Werte, die praktisch noch das letzte Refugium für Long-Positionen in diesem Bärenmarkt waren. Und wir wollen uns mal diese komplexe, widersprüchliche, geradezu verrückte Ausgangslage mal anschauen und auf die Dinge gucken. Vielleicht um ein paar Missverständnisse vorzubeugen. Ich hatte in den letzten Tagen gesagt, okay, ich sehe jetzt Rücksetzer, neues Tief, möglicherweise nur ein höheres Tief kommen. Meine Voraussagen oder meine Prognosen, sagen wir mal so, und ich habe keine Glaskugel, sondern versuche nur anhand von vielen Indikatoren gewisse Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. Es gibt bessere gegen schlechtere Wahrscheinlichkeiten. Das macht den Handel, zumindest die Spekulation an der Börse aus. Und so hatte ich am Freitag getitelt, warum ich immer bullischer werde, denn wir haben ja eine miserable Tech-Saison gesehen, wir haben Abverkäufe von wichtigen US-Tech-Werten gesehen und dennoch sind jetzt die Märkte nicht wirklich gefallen, sondern sind deutlich positiv im Oktober. Da stimmt was nicht, wie passt das zusammen, wenn die Bären also diese Chance nicht ergreifen können, so die Logik, wann dann, was soll dann passieren, damit letztendlich die Aktienmärkte wirklich fallen. Und das vielleicht hier nochmal als Erklärung, ich hatte mich auf den Nasdaq 100 bezogen und gesagt, okay, wir werden nochmal einen Rücksetzer sehen innerhalb einer kurz- bis mittelfristigen Bodenbildung wohl bei den Indizes. Der Nasdaq 100 hat dann, vor allem mit den Amazon-Zahlen, eben diesen Boden zunächst mal gemacht, ein höheres Tief. Wie wir hier sehen, wir haben also das Tief aus dem 13. Oktober nicht mehr unterboten und sind dann eben in einer imposanten Rallye nach oben gelaufen. Falls Sie jetzt fragen, von wem der Chart ist, dann würde ich Ihnen diese Antwort sicherlich geben. Jedenfalls, da ist eben immer die Frage der Zeitebene. Es ist so, dass grundsätzlich ich davon ausgehe, dass wir jetzt für die nächsten Monate bis Ende des Jahres eine Bodenbildung absolvieren, die aber sehr tricky werden kann, die sehr schwer einzuschätzen ist. Wir haben zunächst mal, was die Saisonalität betrifft, was vor allem jetzt die Situation nach den Zwischenwahlen in den USA betrifft, die ja am 8. November anstehen, also in gut einer Woche, sehen wir, dass wir in 19 von 19 Fällen positiv waren und zwar mindestens 4% bis zu 36%. Das heißt, es ist immer nach Zwischenwahlen in den USA bis zum Jahresende nach oben gegangen, beziehungsweise in den nächsten 12 Monaten nach oben gegangen. Hier sehen wir, dass die durchschnittlichen Gewinne liegen bei 18,56%. Also erstmal ein Positivfaktor, jetzt diese Zwischenwahlen. Jetzt sehen wir mal, wie die Lage ist, wie eben die Dinge in den nächsten Monaten normalerweise sich entwickeln. 16% in den nächsten 6 Monaten, plus 18% in den nächsten 12 Monaten und sogar plus 33% in den nächsten 2 Jahren. So der Durchschnitt zwischen 1950 und dem Jahr 2018. Wie gesagt, in 19 von 19 Fällen war das positiv. Also wir haben hier eine ziemliche Rückendeckung. Jetzt sehen wir, dass wir saisonal in einer der besten Zeiten sind, schon vor den Zwischenwahlen. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, wo wir dann im Grunde eigentlich statistisch gesehen, und die Amerikaner halten sich ja auch gerne an Statistiken, da sehen wir praktisch kaum Rückschläge. Das geht dann etwa so bis in die Ende der ersten Novemberwoche. Jetzt kommt dazu, dass wir massive Buybacks sehen, dass also die Rückkehr der Aktienrückkäufe zu konstatieren ist. Ein Trader von Goldman Sachs sagt, wir sehen jetzt ungefähr nur bei uns etwa 20 Milliarden Dollar pro Handelstag, die da in Aktienrückkäufe investiert werden, und es werden immer mehr jetzt in den nächsten Tagen, bis wir dann etwa 19. November
das Peak erreichen, also da, wo praktisch kaum ein Unternehmen mehr in der Blackout Period ist, wo man eben die eigenen Aktien nicht mehr zurückkaufen kann. Und wir sehen hier in der unteren Grafik, dass das Jahr 2022 das Jahr ist mit dem größten Volumen von Buybacks. Und normalerweise kann man nachweisen, dass diese Buybacks, diese Aktienrückkäufe einen ganz erheblichen Teil der Performance ausmachen, der US-Indizes. Jetzt haben wir in diesem Jahr eine negative Performance. Aber jetzt kommt eben nochmal diese Salve zum Jahresende an Buybacks. Das ist auf jeden Fall eine Stütze für den Markt. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, wie gesagt, diesen Dow Jones, der massiv nach oben gegangen ist, sehen aber da eine ganz klar negative Divergenz zwischen dem Dow Jones und Industrials, also diesen 30 Industriewerten, und dem Dow Jones Transports. Das ist normalerweise nach der Dow-Theorie jetzt kein gutes Zeichen für die Märkte, denn die Transportwerte gelten als Frühindikator für die Konjunktur. Wir sehen also, dass diese Dow Jones Transports-Werte, die Transportwerte, diese Rallye gar nicht wirklich so mitgemacht haben, anders als eben die Industriewerte. Wir sehen, dass Kupfer nicht wirklich gestiegen ist. Wir haben am Freitag ja diese imposante Rallye. Oben sehen Sie Kupfer, unten sehen Sie den S&P 500. Kupfer ist sogar dann runtergekommen am Freitag, während der S&P 500 gut gelaufen ist. Das ist normalerweise auch ein Widerspruch in sich. Kupfer ist sozusagen als Dr. Copper eigentlich ein Leading Indicator, ein Frühindikator vom Allerfeinsten. Und wir sehen hier etwa auch WIX. Für einen Boden ist das eigentlich zu wenig, was wir da sehen. Wir hatten bisher den Hochpunkt beim WIX, also bei der Vola, bei 39. Wenn wir uns die anderen Bärenmärkte mal anschauen, wo hatten die ihren Hochpunkt beim WIX, dann sehen wir da teilweise zwischen 46, 44, also immer so in den hohen 40ern mindestens bis hin zu 90, 85, also sehr hohe Werte. Wie gesagt, wir hatten bisher nur 39 und sind derzeit sogar so im Bereich 25, 26. Also auch das passt nicht zusammen, als würde da jetzt wirklich das Ende schon gekommen sein. Und was auch erstaunlich ist, wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, hier sehen wir den Market Breadth, also praktisch hier der Anteil der Unternehmen, der Aktien im S&P 500, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Und wir haben gesehen, dass die Zahl dieser Unternehmen, die Prozentzahl, deutlich gefallen ist. Nur etwa ein Drittel der Unternehmen im S&P 500 handelt über ihrem 50-Tages-Durchschnitt, und diese Zahl ist deutlich zurückgekommen am Freitag, obwohl wir deutlich steigende Märkte gesehen haben. Jetzt weiß ich, es gibt viele, die sagen, ach, Charttechnik, da schalte ich immer weg. Das ist ein Fehler, meine Damen und Herren. Denn Charttechnik ist ja letztendlich geronnene Geschichte, und Sie können an vielen Parametern, wenn Sie da eins und eins zusammenzählen, sich ein Gesamtbild machen, womit Sie Ihre Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen. Wer das nicht tut, der hat nach meiner Auffassung ein Problem und handelt dann mehr nach Bauchgefühl. Und das wäre mir ein bisschen zu wenig. Jedenfalls sehen wir hier einen deutlichen Widerspruch. Auf der anderen Seite sehen wir hier diese Rallye beim Dow Jones nach Zahlen von Caterpillar, McDonald's etc., die den Index hier auf diesen Hochpunkt jetzt gebracht haben. Wie gesagt, bester Monat seit 1976. Der Dow Jones ist ja ein sehr komischer Index, weil ein preisgewichteter Index ist. Das heißt, eine Aktie, die 100 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet als eine Aktie, die nur 50 Dollar kostet. Auch wenn das Unternehmen, das hinter dieser 50 Dollar Aktie steht, vielleicht um ein Vielfaches eine höhere Marktkapitalisierung hat, weswegen Apple zum Beispiel eben zwar im Dow Jones ist, aber keine so richtig hohe Marktgewichtung hat. Dagegen United Health, dieser Versicherungskonzern in den USA, viel, viel stärker gewichtet ist. Also das wird so ein bisschen verzerrte, diese ganze Geschichte. Und jetzt gucken wir hier mal an, was der Dow Jones gemacht hat. Der hat praktisch ja zwischen dem 5. Januar, das war der Hoch in diesem Jahr 2022, und dem 13. Oktober, das war das Tief, hat der praktisch die Hälfte seiner kompletten Verluste wieder gut gemacht, und das nur in 12 Handelstagen. Wir sehen also hier diese massiv steile Kerze. Jetzt geht es an diesen Abwärtstrend, in dem man ist, also Woche der Wahrheit. Kommt da der Move drüber, ja oder nein? Wir sind natürlich jetzt im kurzen Zeitfenster nach dieser Rallye, die am Freitag sich nach meinem Video nochmal beschleunigt hat oder noch weitergegangen ist, ein bisschen überkauft. Das sehen wir selbst hier bei dem S&P Technology Sektor im S&P 500, also der Sektor Tech im S&P 500. Da sehen wir, da hatten wir eine positive Divergenz unten. Wenn Sie hier rechts im Chart mal gucken, jetzt sind wir schon wieder relativ hoch gestiegen, und das obwohl Amazon 13% verloren hat in der Woche, Meta seine schlechteste Woche ever hatte. Also irgendwie
sehen wir da komische Dinge. Und das mag damit zusammenhängen, eben, dass Investoren rausgegangen sind aus Amazon und dann in andere Werte reingegangen, vor allem in Energiewerte, die ja täglich neue Hochs erreichen, etwa ExxonMobil. Wir sehen also eine Verschiebung von Tech zu Energie. Das ist vielleicht der große Trend jetzt in diesem Jahrzehnt sogar. Das also das, was man anfassen kann, das, was unmittelbar nutzbar ist und nicht so virtuell ist wie viele Tech- und Social-Media-Geschichten, dass die ein gewisses Comeback erleben. Aber die Generäle sind jetzt erschossen worden. Das waren ja sozusagen die letzten Bastionen, wo man unbedingt immer drinbleiben konnte, ohne wirkliche Verluste zu haben. Bis auf Apple stehen jetzt alle anderen Generäle oder liegen alle anderen Generäle auf dem Boden, könnte man sagen. Apple aber könnte ein Problem bekommen, weil jetzt mit Foxconn teilweise die Produktion in Zhengzhou niedergelegt wurde, was sich durchaus auf die Produktion von iPhones etc. auswirken könnte. Apple ist ja hochgradig abhängig nach wie vor von China, vor allem in Sachen Produktion ist da vieles auch als Absatzmarkt etwa knapp ein Fünftel. Das könnte also auch nochmal Ungemach für Apple bedeuten, aber sonst sind die Generäle erschossen und wir haben einen Wechsel von eben Tech zu Energie gesehen. Jetzt kommt diese so wichtige Woche, morgen schon mit dem ISM-Index, sehr, sehr wichtig. JOLTS, die offenen Stellen in den USA, da wird die Fed sehr, sehr stark drauf achten. Dann haben wir natürlich am Mittwoch die Fed-Sitzung, haben dann am Donnerstag ISM Non-Manufacturing und dann vor allem eben auch die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Und die Panik, der Druck, der von US-Demokraten auf Jerome Powell ausgelöst wird, nämlich zu sagen, jetzt mach mal langsamer mit den Zinsanhebungen. Da spekulieren viele, dass die Arbeitsmarktdaten am Freitag eben sehr, sehr schlecht ausfallen könnten. Wir werden sehen, ob das passiert. Und wir haben jetzt kürzlich ja gesehen, dass Nick Timiraos, der Journalist vom Wall Street Journal, hier mit einem Artikel maßgeblichen Einfluss auf die Marktentwicklung, nämlich nach oben genommen hat. Jetzt hat er sich übers Wochenende wieder geäußert und gesagt, ja, also die Fed wird wohl das vierte Mal hintereinander die Zinsen um 75 Basispunkte anheben und dann muss man überhaupt mal gucken, ob die Fed was zu dem Ausblick für Dezember sagen wird. Und er sagt, naja, die Fed macht sich Sorgen, dass die Ersparnisse der Amerikaner noch so hoch sind und er bemüht da bestimmte Statistiken. Wir wissen aber gerade durch die Daten, die wir am Freitag gesehen haben, PCE, Verbraucherpreise, dass die Ersparnisse der Amerikaner immer weiter nach unten gehen. Das sehen Sie hier unten in der Grafik. 3,1%, das absolute niedrigste Niveau in History, in der Geschichte war 3,0%. Also die Sparquote der Amerikaner fällt massiv. Jetzt sagt der Timiraos im Prinzip so ein bisschen seinem vorherigen Artikel widersprechend. Naja, die Fed hat Angst, vor allem, dass sie die Inflation nicht ernsthaft bekämpft und würde da sogar eher eine Rezession in Kauf nehmen, um eben die Fehler der 1970er Jahre nicht zu wiederholen. Da hat die Fed ja dann auch durchaus mal schnell wieder die Zinsen gesenkt. Nachdem die Inflation zurückgegangen war, dann kam die Inflation aber wieder zurück. Also es ist eine komplexe Ausgangslage, eine schwierige Ausgangslage. Nick Timiraos, der zunächst eine Rallye verursacht, jetzt im Grunde teilweise seine Position zurücknimmt. Auf der anderen Seite sehen wir eben diese rückläufige Sparquote. Der Konsument in den USA ist nicht wirklich gut drauf, der hat echte Probleme. Da ist vieles schon abgefrühstückt, was an Geldgeschenken durch Helikopterschecks eben gegeben wurde. Und dementsprechend hat die Fed möglicherweise eine falsche Einschätzung des Konsumenten. Hier sehen wir etwa mal den Anstieg des Credit Card Debt, also praktisch der Kreditkartenschulden in Prozenten. Das ging in den letzten Monaten extrem steil nach oben. Warum? Weil durch die Inflation die Leute praktisch gezwungen sind, hups, was ist das denn für ein Schmarrn, die gezwungen sind eben mehr oder weniger ihren bisherigen Lebensstandard zu halten, indem sie ihre Verschuldung erhöhen, eben durch Kreditkarten. Das sehen wir hier in diesem Chart wunderbar, das zeigt einiges. Und noch sprechender ist das, was der größte Bär der Wall Street, nämlich Mike Wilson, sagt. Der sagt, guckt euch mal das Geldmengenwachstum M2 an. Und dieses Geldmengenwachstum M2 nimmt radikal ab und er bezieht sich da auf den März.
diesen Jahres, wo er gesagt hat, okay, wir haben damals ein massives Wachstum dieses Geldmengenwachstums gesehen von 27% zum Vorjahresmonat. Das war also klar, dass dann die Inflation weiter nach oben geht. Jetzt sehen wir, wie stark das nach unten geht. Deswegen sagt er, wird die Inflation nach unten gehen und zwar viel deutlicher, als die Märkte bisher erwarten und eingepreist haben. Und er sagt, das ist jetzt die gegenteilige Situation. Im März haben die Märkte komplett die praktisch Dynamik unterschätzt. Jetzt unterschätzen sie, wie stark diese Dynamik nachlassen wird, sodass er jetzt bullish ist und sagt, wir könnten durchaus hier eine massive Rallye sehen. Also interessante Entwicklungen auch hier. Wir sehen in China, wenn wir jetzt nochmal das geopolitische Geschehen uns anschauen, höchste Zahl an Corona-Infektionen, auch hier wieder schwache Einkaufsmanager-Indizes mit 49,2, also Schrumpfung der chinesischen Wirtschaft, was das Gewerbe betrifft. Und heute im Fokus, jetzt um 11 Uhr, kommen die Verbraucherpreise der Eurozone, dürften wohl jetzt über 10% liegen. 10,2% ist die Prognose, wie gesagt, 11 Uhr, wir werden auf Finanzmarktwelt darüber berichten. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Hinweise. Tech Crash, aber steigende Kurse beim S&P 500. Da zeigt Wolfgang Müller, dass Smart Money ist unterinvestiert. Die müssen rein, die müssen kaufen. Das ist sozusagen der Grund gewesen, warum wir hier trotz massiv schlechter Unternehmensergebnisse der Tech-Konzerne hier steigende Kurse gesehen haben. Sehr, sehr gute Einschätzung. Wieder Big Picture, was Sie wissen müssen, wissen sollten, wenn Sie sich mit den Märkten beschäftigen. Und der größte Hedgefonds der Welt, nämlich die Schweizer Nationalbank, hat mal eben 142 Milliarden Franken Verlust gemacht in den ersten 9 Monaten. Man hat ja massive Gewinne gemacht, nämlich die SNB in Zeiten, als die Notenbanken alle Geld gedruckt haben. Da hat die SNB Aktien gekauft, wie Apple, deswegen der größte Hedgefonds der Welt. Und jetzt sieht man, dass das Ganze auch in die andere Richtung losgehen kann. Zwei Empfehlungen also, den Artikel über das Smart Money muss in den Markt und der SNB. Und es ist widersprüchlich, meine Damen und Herren. Wir haben extrem seltsame Signale, die so nicht wirklich zusammenpassen. Machen Sie sich Ihren Reim draus. Ich versuche es auch. Ich sage erst einmal Servus und Ciao.